Göttlicher Fokus. Was heisst ein göttlicher Fokus haben? Was steht in diesem Kapitel drin? Ich finde es ein extrem faszinierendes Thema und ein extrem faszinierendes Kapitel, weil es hat sehr viel mit uns, unserem persönlichen Leben zu tun, aber auch sehr viel, was wir als Gemeinde machen können. Es geht darum, in diesem Kapitel herauszufinden, was ist mein Fokus oder anders gesagt, was will Gott für mich und für mein Leben? Oder, auf Gemeinde und gemünzt, was hat Gott mit unserer Gemeinde vor? Was ist unser Auftrag in dieser Region und in dieser Welt? Ich habe ein Sackmesser dabei, als Beispiel. Und das Messer, das kann extrem viel, oder? Das kann schneiden. Das kann, hat hier Schraubenzieher. Hat hier andere Messer und Scheren und Schraubenzieher an und drin. Das hat extrem viele Funktionen, ist extrem funktional. Es hat aber einen grossen Nachteil. Es kann zwar vieles, aber es kann nichts so richtig gut. Sind wir ehrlich, zum Schneiden geht es besser, wenn wir das Brot schneiden, wenn wir ein Brotmesser haben, als wenn wir das Messer brauchen. Wenn wir eine Schraube reindrehen müssen, es geht zwar mit dem, aber ein richtiger Schraubenzieher oder ein Akkuschrauber wäre natürlich einfacher. Was heisst das? Oft machen wir als Christen oder auch als Gemeinde viel zu viel. Und wir machen vieles Kleines, ein bisschen gut, aber wir können nichts so richtig gut. Ich glaube, Gott hat uns berufen, persönlich, aber auch als Gemeinde, dass wir uns spezialisieren und dass wir von Gott hören, was ist unser Auftrag in dieser Region, in dieser Welt, mit unseren Kollegen, mit unseren Freunden. Und dass wir uns auf das spezialisieren und das am besten machen. Besser als alle anderen, weil das unser Auftrag ist. Ein anderes Beispiel noch. McDonald's, die verkaufen Hamburger und Pommes frites und Getränke und sonst nicht wirklich viel. Sie könnten sich sagen, wir wollen noch in den Pizzamarkt eintreten, wir wollen auch noch Pasta-Kreationen anbieten, wir wollen noch Fleisch grillen. Sie sagen sich aber einfach, wir machen Hamburger und Pommes frites und das machen wir dafür gut und das machen wir stark. Das ist unsere Stärke. Und wir machen lieber wenig und dafür das Wenige so gut wie es nur geht. Da stellt sich jetzt einfach die Frage für uns, was ist mein persönlicher Auftrag in dieser Gemeinde, in dieser Region und was ist der Auftrag von unserer Gemeinde, damit wir den Fokus haben können, was Gott von uns will und was Gott von uns als Gemeinde will.